Jetzt. Wir grüßen euch zu einem neuen Nerdy Play von The Legend of Zelda The Wind Waker HD für die Wii U. Zu meiner Rechten, wie immer, der Jens. Also nicht immer rechts, aber irgendwo aber immer an meiner Seite. Irgendwie doch immer an deiner Seite. Ja, immer an meiner Seite, Jens. Selbstverständlich. Und meine Wenigkeit, Christoph natürlich wieder. Und ja. Unser Nerd. Nicht zu vergessen. Ganz unser wichtig. Nerd, hier unser, auch schon zu sehen direkt. Unser Nerd. Steht hier gerade bei den Orni. Genau. Im Wohnzimmer quasi. Und wir hatten ja zuletzt ein kleines Gespräch mit dem Stammesführer und sollen jetzt das kleine Mädchen Medoli, genau. Besuchen gehen, um uns von ihr etwas geben zu lassen für seinen Sohn, den wir ein bisschen aufpeppeln sollen, ein bisschen aufmuntern. Ganz genau. Denn die Kinder hier im Dorf haben ein Problem, sie werden nicht Flügge. Ja, momentan. Also, ja. Doch, also, kommen ins Flügelalter, aber ja, sie ganz genau. Können keine Flügel bekommen. Keine Flügel wachsen, denn dafür bräuchten sie von dem netten Walu, der oben auf dem Berg sitzt, genau. Eine Drachenschuppe und der ist momentan aus uns noch unerfindlichen Gründen ein bisschen arg schlecht zurecht. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so gut, auf die Leute hier zu sprechen. Und, bisschen pissig. Genau. Das ist wieder der geilste Blick. Der beste Blick. Ja, schön. Genau, und deshalb würde ich mal sagen, legen wir auch direkt los und gucken mal, wo wir denn, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir sie finden. Da oben, oder? Er meinte ja... Achso, meinte er oben? Ja, okay, ja, dann gehen wir direkt nach oben und gucken. Der gute Postbote meinte, glaube ich, dass sie irgendwo oben ihr Zimmer hat. Dann gucken wir mal. Also ich meine, wir müssen uns ja hier im ganzen Haus mal umgucken später, aber jetzt entweder hier oder hier, mal gucken. Da ist er. Guck mal. Da steht sie. Wer ist sie das? Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Cool. Also ich würde das jetzt nicht Hut nennen, aber gut. Eine Mütze? Naja. Eine Zipfelmütze. Ja gut, aber vielleicht kennt dieses Volk das auch nicht. Aber ist auch egal. Du musst Nerd sein, nicht wahr? Du musst ein Nerd sein. Deshalb, der Nerd wäre vielleicht wirklich... Du musst ein Nerd sein. Von dem alle sprechen. Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Walu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. La, na, 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 na. Du hast den Brief von Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Das ist schon geil, in seiner Postboten... Gemeinschaft. Ja, auch ist dann total sinnvoll, dass der Vater erst der Perle den Brief gibt, damit wir den Brief bekommen, damit wir ihm den seinem eigenen Sohn geben. Ja, aber so ist halt in Zeiten von sozialen Netzwerken. Entfremdung. Ja, das ist es. Also das genau. Muss man einfach mal so sagen. Der Vater persönlicher und Sohn Kontakt vielleicht. Ist hier nicht mehr höchste Priorität. Vielleicht, da liegt was im Argen. Vielleicht sollten wir mal die Supernanny da vorbeischicken. Ja, also wir verstauen erstmal den Brief in unserer Posttasche und bringen ihn schnell zu Komori. Genau. Ja, wenn wir ihn herausnehmen wollen, wie immer, XYZ, R, wie auch immer. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Vielleicht lassen wir Komori auch einfach die Nummer von Domian da. Können wir auch machen. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Nein, das ist ja nett. Noch ach so, ja, noch so ein Emo. Und Nerd. Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Die steht jetzt schon auf uns. Mhm. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Oh, oh, oh. Worum es genau geht, sage ich dir dann. Ja, so. Ist klar. So, so. So. Das sagt jetzt also dann. Mhm. Ist klar. Kannst du dir mal ordentlich knicken, Mädel. So, was haben wir denn hier? Oh ja, ich erinnere mich. Das war lustig. Oh. Oh. Ja. Die sehe ich aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Ja klar, ich bin der Mann für sie. Ich bin der Mann für sie. Sehr schön. Ja gut, dann machen wir zuerst einen kleinen Einstellungstest, in Ordnung. Jawohl. Du musst einfach nur die Briefe in das entsprechende Fach werfen, das du anhand des jeweiligen Stempels erkennst. Mit Hilfe von L wählst du das Fach, durch Drücken von A sortierst du den Brief ein. Ist klar? Klar wie Kloßbrühe, Digga. Aber mit Tünichten ist auch sehr schön. Sortiere mindestens 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits richtig ein. Und go!
bin absolut sprachlos von dieser überragenden Leistung. Boah! Ja, also im Schnitt, ich glaube, 3 Fehler waren es. Und wenn wir die mal abziehen, war es fast ein Brief pro Sekunde. Satte Leistung, Christoph. 24, sehr anständig. Du hast den Job. Ja. So geht er nämlich heutzutage. Also, ne? Ja, merkt euch das fürs nächste Einstellungsgespräch. Genau, Einstellungsgespräch ist beendet. Wer in 2 Minuten keinen Job hat, kann gleich wieder gehen. Also, du bekommst 1 Rubin für 2 Briefe, macht insgesamt 12 Rubine. Wow. Und komm jederzeit wieder vorbei. Wenn du eine stolze Anzahl Briefe schaffst, erhöhe ich auch deine Bezahlung. Sollen wir es nur direkt nochmal probieren? Also, ich meine, 24 hat ja Potenzial, ne? Ja, eben. Da komm rein. Schnelle Runde. Ist ja, dauert ja nicht so lange. Oh, willst du mir wieder helfen? Ja, dazu ihr wohl hier, oder? Ich meine, keine Lust, Alter. Heute ist Montag. Ich muss dir wohl nicht mehr erklären, wie das zu tun hast, oder? Nö, wir sind doch schon eingearbeitet hier in 30 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, also die Leistung gerade hat ja wohl gezeigt. Ich bin der, Alter, ich bin ja, der okay. Meister. Also Link, mangelt es hier nicht an Selbstbewusstsein. Das, gefährlich schon nah an Arroganz. 20 Stück, auf geht's. Und los. Sicher, ne? Sicher. Das ist safe auf jeden Fall. Aber du bist ganz locker in der Zeit. Ganz tiefenentspannt hier. Bin begeistert. Oh, den hat er verspielt. Komm schon, komm schon. Jawohl. Jawohl! Sauber, Alter! 28! Wirklich beachtlich! Ja, guck mal. Ja, cool. Ein Rubin pro Brief. 28 Rubine. Wenn du 35 schaffst. Ach, guck mal, wenn wir wiederkommen, kriegen wir noch mehr Kohle. Ja, komm. Also jetzt tut mir leid, Jens, aber jetzt hat's mich nee, gepackt. Ja, jetzt hat ihn der Ehrgeiz wieder gepackt. Das erinnert mich irgendwie an das Puzzle-Game. Ich bin schon ganz wild drauf, also ich zitter schon. 25 oder mehr Briefe. Ja, guck mal, wir haben gerade 28 geschafft. Das sollte doch drin sein. Klar. Ne? Und los. Tut mir leid, Leute. Ich muss mich hier jetzt ein bisschen konzentrieren. Deshalb bin ich so ruhig gerade. Ja, ich kann ja ganz kurz mal in den letzten 15 Sekunden was anderes erzählen. Also, warum der Christoph jetzt gerade so heiß ist, da solltet ihr auf jeden Fall im Laufe dieser Woche auch mal woanders reinschauen. Wir haben nämlich am Wochenende hier eine richtig dicke Party gefeiert mit unserem Nerdy Talk Quartett. Und ja, damit hat es auch ganz knapp geschafft. 26 Briefe. Oh, guck mal, wie erstaunt er ist. Das waren unglaubliche 26. Ich habe nämlich schon noch vergessen, dass du gerade 2 mehr geschafft hast. Ja. Aber es ist trotzdem unglaublich. Du bist aber ganz schön geschickt. Wir machen diese Arbeit Tag ein, Tag aus, aber so gut wie du sind wir trotzdem nicht. Ja, da würde ich mir echt Gedanken machen. Also. Ja, das ist schön, dass ein Kind. Naja, gut, lassen wir das. Naja, so ist es halt mit Kinderarbeit, ne? Na, da muss ich aber deine Bezahlung erhöhen. Für einen Brief bekommst du 3 Rubine. Ja. Ja, macht, wenn ich das richtig gesehen habe, 600% Lohnsteigerung in plus minus 2 Minuten. Ja, hervorragend. Das lässt sich doch, kann sich doch sehen lassen. Also, liebe Kinder, gewöhnt euch nicht dran. So läuft das in der realen Welt leider seltenst ab. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja, kann man ja, ein ordentlicher Reibach. Auf jeden Fall. Ordentlicher Reibach. Ordentlichen Reibach gemacht. Was? Ihr seht ja mit dir, wer sonst? Nun, du siehst dem Jungen über den der Stammesführer sprach, irgendwie ziemlich ähnlich. Na, kein Wunder, dass du das hier so leicht hinkriegst. Ja, ich weiß nämlich Bescheid. Ich weiß, was du eigentlich für Sorgen hast. Da kriege ich ja fast ein schlechtes Gewissen, dass du deine wertvolle Zeit für mich geopfert hast. Ja, macht nichts. Jedenfalls habe ich gerade eine neue Aushilfskraft eingestellt. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, unterhalte dich doch bitte mal mit ihm. Von dir kann er noch was lernen. Über diese Azubis, was du bist. Ja, können wir denn hier. Also, ich meine, ich will jetzt nicht. Das nächste Mal. Ah, okay. Aha, okay. Können wir jetzt nicht weiterspielen? Das ist ja schade. Dachte, ein bisschen Kohle hätte man ja noch, aber gut. Er wollte jetzt auch die 30 haben. Ne? Hätte man, war ja noch Potenzial nach oben. Ne? Ist, also, mein Schwert kann ich hier nicht ziehen. Kann man hier sonst noch nicht? Nee, also um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Wir haben also da am Wochenende ein Gruppen-Nerdy-Play quasi gestartet und der Christoph hat sich da richtig verbissen in ein arg süchtig machendes Puzzlespiel.
Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Die Kategorie heißt generell, egal was wir da gespielt haben, Nerdy Play aufs Maul. Und also ich untertreibe, wenn ich sage, es war sehr lustig. Ich untertreibe. Das, Ja, ich weiß auch noch nicht, was man hier jetzt so feiern kann. Irgendwie ist das hier ganz nett. War da nicht, ein Loch im Boden? Oben in der Decke, dass du da irgendwie wohl hochziehst. Ja, aber wie denn? Ich hab jetzt hier nichts. Nee, stopp, das ist gut. Anpressen kann ich mich wie immer. Anpressen, ja, press ich mal an hier. Ja, und ich ist ja auch nix, ne? Ja? Nee. Ja, dann gut, gehen wir mal den guten Komori besuchen. Ja, würde ich auch mal sagen. Die Frage, wo? Unten. Unten? Ja, woher weißt du das denn alles? Hat er doch gesagt. Ja, was weiß ich? Meinst du, ich höre den zu? Die Medulli hat das doch gesagt. Also, man muss ja auch mal zuhören hier. Vor allem bin ich die ganze Zeit versucht, anstatt Medulli, Melodie zu sagen. Ja, ich aber auch. Ich finde auch, Medulli ist irgendwie... Medolie wäre auch cool. Medulli? Medulli. Ja? Medulli. Aber irgendwie lustig. Wenig Räume für so viele Leute, die da leben. Ja. Aber so, gut. Dann haben wir das Emo-Zimmer. Oh, ist das ein Dragon Ball? Finde deine sieben Dragon Balls. Na, Emo? Wer bist du denn? Ach, was? Ach ja, wir müssen hier wieder. Na. Ein Brief von meinem Vater? Ja, schwupp. Als ob der schon lesen kann. Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Walu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ein ziemlich aufdringlicher Kerl. Deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheiten zu stecken. Ja, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Aber er ist der Erste, das Kind ist das Erste, das bemerkt. Ja, müssen wir ihm da leider mal recht geben. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Valo hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Valo irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Fetter Rhyme, Alter. Geil. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valo zu treffen? Huch, Entschuldigung. Dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Auf alles. Auf alles. Das haben die... Naja, gut. Was mir dazu einfällt, sag ich nicht. Ja, das ist. Ja, das war auch schon die Conversation hier an der Stelle. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zu unserem heißen Date. Ja, das denke ich auch, ne? Genau. Melodie. Siehst du, Medulli hat ja gesagt, wir sollen sie irgendwo am Eingang zu dem Berg, glaube ich, treffen. Genau. Autsch. Aber, ich glaube, genau, wir verlassen jetzt hier mal noch unser schickes Dorf, genießen ein bisschen die Aussicht. Links, oder? Ja, ich weiß nicht. Hier ist ja, sind wir ja reingekommen. Ja, dann. Was jetzt, also das ist ja das Problem. Gehen wir doch mal links. Ich will jetzt da, genau. Gehen wir mal da raus. Ob wir jetzt hier richtig sind oder noch einen höher? Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nämlich auch nicht. So, oh. Plötzlich ist überragend stürmisch geworden draußen. Auch nicht schlecht. Aber guck mal, wer da unten steht. Da ist er. Da ist er. Da hat sich aber auch einen romantischen Ort ausgesucht für unser erstes Date. Ich bin begeistert. Heiß, ne? Heiße Sache. Aber ich würde sagen, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Und wir würden uns wieder bedanken fürs Zuschauen. Genau. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt The Legend of Zelda, The Wind Waker HD mit Jens und Christoph und einer hoffentlich bald aufklärenden Sicht hier. Ja, aufklärenden. Aufklärenden Sicht, klärend auch. Ja, so war es auch. So war es auch. So, und damit, macht's gut. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.